Man könnte sagen, dass das Leben im Fahrstuhl voller Höhen und Tiefen ist. Oh. Witzig. Okay. Warum nicht? Ja, schön. Sehr schön. Jetzt kann ich mir die Nase putzen. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu einem Spiel namens Rage in Peace. Es könnte jetzt sein, dass dieser Name ein paar Leuten bekannt vorkommt. Das liegt daran, dass ich das technisch gesehen schon mal gespielt habe. Und zwar vor knapp 2 Jahren, das ist jetzt glaube ich her. Und damals war das aber nur der kostenlose Prototyp für dieses Spiel jetzt, was das fertige, komplette Game ist. Das ist seit 2 oder 3 Tagen, je nachdem wann dieses Video kommt, auf Steam raus. Und die Entwickler haben beschlossen, mir einen Key dafür zu schicken. Wie immer, ich sage es jedes Mal, ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, um mir das zu verdienen. Aber trotzdem, vielen Dank dafür. Und ich habe mir gedacht, wir spielen das einfach mal. Weil, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist das eigentlich ganz lustig. Wer nicht weiß, worum es geht, im Prinzip ist es ein Jump'n'Run, wo man eben mit diesem... hier Marshmallow-Männchen, so nenne ich ihn einfach mal, durch Level rennen muss und Hindernissen ausweichen muss. Aber der Name sagt es vielleicht schon, Rage in Peace. Es ist nicht unbedingt so einfach und die Hindernisse sind teilweise wirklich an der Grenze zur Fairness. Das heißt, es zielt so ein bisschen darauf ab, dass man sich drüber echauffiert und aufregt. Und wir alle wissen, ich reg mich ziemlich schnell über sowas auf. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, das wird recht unterhaltsam und ich drücke auf Spielen. Okay, neue Geschichte im ersten Slot. Neue Geschichte im ersten Slot. Das ist der Typ, den wir spielen. Wie gesagt, das Marshmallow-Männchen. Sieht auch wirklich aus wie Marshmallow, also der DJ. Der Name ist Timmy Malinu. Er ist am 11. November 1990 geboren. Er geht drauf am 9. November 2018. Das ist der Tag, an dem ich das Video aufnehme. Also yay. Heute ist sein letzter Tag. Und ja, er ist außergewöhnlich gewöhnlich. Mehr oder weniger. Was ist der Goldfisch-Modus? Ich sehe gerade, ich kann den Goldfisch-Modus auswählen. Was ist der Golf? Will ich es wissen? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich drücke einfach mal auf Spielen. Okay. Und wir kriegen sogar ein Intro. Ich weiß, die Fassung, die ich damals gespielt habe, hatte auch Zwischensequenzen. Aber kein cooles Intro. Okay. Was immer das ist. Das sah aus wie dieser Wassertank aus Stranger Things. Okay. Privatsbild. Heute Morgen bekam ich einen Auftrag mit dem Namen Timothy Malinu. Das ist ein Buchstabe weg von Malibu und damit von dem Strand. 6 Uhr morgens, yay, die beste Zeit, um aufzustehen. Ich liebe es jedes Mal, wenn ich das machen muss. Es ist großartig. Ist dir kalt, oder was? Okay, das sind seine Klamotten und sein Koffer. Das heißt, er ist halt wirklich außergewöhnlich gewöhnlich. Er steht um 6 Uhr morgens auf, macht dann sein Zeug, zieht sich entsprechend an, läuft immer mit offenem Mund rum, weil er Mundatmer ist und geht dann zur Arbeit. Er ist extrem gewöhnlich, fast schon langweilig. Und Kaffee trinkt er natürlich auch. Gewöhnliches Leben, gewöhnliche Routine, gewöhnliche Tage. Das heißt eigentlich wirklich total langweilig, der Typ. Er denkt, dass alles, was im Leben passiert, einfach so passiert. Ich traue der Musik überhaupt gar nicht. Die klingt stark nach Copyright. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht, dass ich das hier muten muss. Aber so gewöhnlich auch sein mag, seine Geschichte wird für mich immer außergewöhnlich sein. Stimmt, es geht ja darum, dass irgendwie der Tod kommt und er draufgehen soll, aber er macht es dann irgendwie nicht, keine Ahnung. Dies ist die Geschichte des Tages, an dem Timmy stirbt. Ja, da ist es. Genau, weil er unterhält sich dann irgendwann mit ihm und sagt, ja, wenn du es schaffst, dann lass ich dich gehen. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich weiß ja, das Spiel ist ziemlich cool und der Stil ist eigentlich auch ganz nice. Und er sieht halt wirklich aus wie DJ Marshmallow, ne? Hallo, mein lieber Timmy. Ah, was zum... Was ist denn hier los? Uhuhuhu. Ich lach wie eine Hexe. Du kommst mir bekannt vor, warte. Bist du nicht der Sensenmann? Oh, bin ich etwa berühmt? Aber Sensenmänner bringen den Ton. Ich sehe einen Sensenmann. Gehe ich drauf? Nun, eventuell. Ja, Punkt, 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 wie lang noch? Schön. Jetzt haben sie sich einfach nur angestarrt, so richtig awkward, ne? Keine Antwort, ha? Das bedeutet wohl, ja. Aber irgendwie zu sterben ist gar nicht so schlecht. Und wir sehen, er liebt das Leben auf jeden Fall. In der Blüte seines Lebens stehen. Es sei denn, ich bin schon so alt, um Jungen drauf zu gehen. Was? Interessant, du bist nicht so wie die anderen. Willst du ein Date mit mir oder was? Und ja, so steht es geschrieben. Du gehst heute drauf. Oh, okay. Dann bleibt mein Traum wohl ein Traum. In meinem Pyjama und der Wärme meines Zuhauses abzutreten, ne? Ich muss ein bisschen thesaurusmäßig andere Wörter dafür finden. Ganz ohne Drama. Oh, wie war das? Ein Traum. Ich wusste nicht, dass du einen Traum hast. Das wird immer interessanter. Nun dann. Gute oder schlechte Neuigkeiten? Ich habe beide Sorten. Die guten zuerst.
Oder nein, mir ganz egal. Ich habe sowieso schon abgeschlossen, ne? Okay, dann hebe ich mir die besseren für später auf. Die schlechten Neuigkeiten ist, dass du... Hier, Kopf ab und so. Das ist also die Art, wie es passiert. Das sind tatsächlich schlechte Neuigkeiten. Aber hey, gute Neuigkeiten. Hier steht nur, dass du heute sterben wirst. Von wann oder wo ist nicht die Rede. Aber wie soll mir das helfen? Oh, Sekunde mal. Heißt das, ich kann immer noch nach Hause gehen, um so abzutreten, wie ich will? Nun, das hängt davon ab, wie sehr du dafür kämpfst. Aber ja, der Tag ist noch jung. Theoretisch sind noch 15 Stunden davon übrig. Okay, aber warte mal, warum bist du so hilfsbereit? Also, die Story ist total bescheuert, wie man vielleicht merkt. Die Story ist total dumm. Bist du es, was bist du es nicht, der das erledigen wird? Ach, mein lieber Timmy, sehe ich etwa wie eine bösartige Kreatur aus, die durch die Welt streift und Leute killt? Ganz ehrlich, ja. Aua. Ich glaube, das hat seine Gefühle verletzt. Wir haben jetzt keine Zeit, das zu besprechen. Du solltest gehen. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Oh ja. Oh ja. Wie gesagt, ich erinnere mich dran. Es ist ganz lustig, aber... Huh, es regt schon ein bisschen auf. Der Anfang vom Ende. Fortfahren mit Space. Das heißt Weltall auf Englisch. Okay. Los geht's. Jo, WASD geht nicht. Das heißt, ich muss das mit den Pfeiltasten spielen. Ist das dein Ernst? Das ist gerade das Mikro, also wenn man es knallen hört, dann habe ich das Mikro gehauen, weil ich mit Pfeiltasten spielen muss. Das hier ist die Küche des Büros. Okay, ich warte nur drauf, bis irgendwas passiert. Weil eben, es spawnen einfach Hindernisse aus nix. Das Spiel ist nicht wirklich fair und das wird es auch gar nicht sein. Okay, springen mit Space. Man kann auch... Nee, kann ich... Ja, da ist es. Siehst du? So, die zweitletzte Lampe fällt halt runter. Ich habe gerade versucht, doppelt zu springen, weil das geht anscheinend auch. Na komm. Lampe? Ah nein, die hier war es. Okay, weil das geht anscheinend auch, aber ich glaube noch nicht jetzt. Okay, Memento eingesammelt. Öffnen das Journal, um nachzusehen. Kommt die hier auch runter? Nein. Sie ist jetzt schon misstrauisch. Und hier kann ich nicht ganz drüber springen, das heißt, ich muss mich hier entscheiden. Ist der vordere Teil gefährlich oder nur der hintere? Ich würde sagen, es ist der hintere, weil das vordere wäre ja zu einfach. Ah nein, gar nicht springen. Gar nicht springen ist natürlich die Lösung. Okay, es geht schon gut los. Geht schon, na komm, Trigger, geht schon gut los. Also einfach gar nicht springen. Einfach stehen bleiben. So. Bis jetzt ist es noch lustig. Aber ich denke, man kann sehen, wo der Spaß sehr bald noch hinführt. Und zwar vermutlich mit meiner Einlieferung in eine Anstalt. So. Und ja, das ist eine Osterinsel-Plattform, eine Osterinsel-Statue, nicht Plattform, was? Die hier auf dem Sessel rumfährt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich hab's mir doch gedacht. Checkpoint, ja, es gibt auch Checkpoints. Das heißt, das Spiel ist nicht komplett assi, nur ein bisschen. Da ist er wieder. Hi. Er macht das wirklich schwerer, als es sein muss. Es gefällt ihm wohl nicht, wenn jemand versucht, den Tod zu überlisten. Was ist los? Wer ist er? Weißt du, es gab da einen Moai auf einem Skateboard. Ja, das habe ich gesehen. Und Eissplitter schossen aus dem Boden. Nein, das habe ich nicht gesehen, weil ich drüber gesprungen bin. Das war, glaube ich, das erste Hindernis gewesen. Er hat mich beinahe erwischt. Tja, das wird alles noch schlimmer. Vielleicht mache ich es noch schlimmer, aber ich werde dir helfen. Ich denke, du wirst das hier brauchen. Double Jump! Ich kann jetzt doppelt springen. Yay! Spring zweimal für einen Doppelsprung. Doppelsprung? Wie in einem Videospiel? Oh! Self-Awareness, liebe Leute, wir haben die vierte Mauer durchbrochen und das nach nicht mal 10 Minuten Gameplay. Aber wie bitte, wie soll das überhaupt gehen? Das verletzt die Gesetze der Gravitation. Wenn man in der Luft ist, wäre man nicht in der Lage, die nötige Kraft auszuüben, um zu springen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Du änderst dich wirklich nie, hä? Wie auch immer, du kannst jetzt Doppelsprünge machen und solltest dir das zunutze machen. Jetzt probier so die Hände, ne? Solltest dir das zunutze machen. Und nun geh. Gut. Der Tag wird immer seltsamer. Neue Memo. Beste Deutsch, Bruder. Neue Memo. Reaktion. Ernsthaft. Ach, komm. So, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, hier. Ja. Und dann springe ich einfach die ganze... Da ist der Moai auf dem Skateboard wieder. Okay. Es ist alles eine Sache von auswendig lernen. Es ist alles davon aus, wenn ich lerne. So, hier kommt die Wand, dann kommt das. Dann kommt gleich der Moai wieder angefahren. Aber wirklich, sobald das Bild vibriert, muss ich springen. Ansonsten bin ich erledigt. So, jetzt kommt er. Jawohl. Okay, irgendwann kommt er auch noch zurück, aber ich glaube heute nicht. Lampe? Nein? Okay.
Das sieht aus wie eine Falle. Soll ich sagen, es ist eine Falle und einfach durchlaufen? Es ist eine Falle. Es ist keine Falle. Also doch schon, aber nicht so, wie ich dachte, dass es eine Falle ist. Ich dachte, da kommt wieder so ein Streitjump von der Decke runter. Jetzt habe ich das vergessen. Okay. Das ist das erste Level, ne? Und ich, mein Gehirn kriegt schon jetzt nicht hin, das zu handeln. Das ist halt, naja, das wird nur lustig. Das wird nur sehr witzig. Okay, ich hätte ja noch mal einen Checkpoint, Boys. Da ist ein Taschenrechner, by the way. Das ist eine Falle. Oder auch nicht. Da ist ein Taschenrechner. Warum ist da ein Taschenrechner? Da kam ein Hai aus dem Boden. Chef, wir haben Haie im Büro. Warum haben... Haipfütze. Das Ding heißt Haipfütze. Wer kennt's nicht? Ne? Regnet draußen, du gehst zum Bahnhof, weil du zur Schule musst. Haipfütze. Jedes Mal. Nun, das ist nicht gut. Ich habe den Hai in den Loop gebracht. Das ist problematisch. Und ich muss diesen dummen Taschenrechner aufheben. Okay, es hat funktioniert. Schön. Kann ich vielleicht nochmal einen Checkpoint bekommen? Ich trau kein... Kommt eine Alle aus dem Monitoren. Warum nicht? Okay, zu früh gesprungen. Kommt eine Frau aus dem Monitor. Wer kennt's nicht? So, weißt du, so bei der Arbeit kommt eine Frau aus dem Monitor. So, die Frage aller Fragen, wie komme ich an der Frau aus dem Monitor vorbei? Oder kam sie aus dem Stuhl? Ich weiß auch nicht mehr. Oben drüber? Ja, anscheinend oben drüber. Okay, ich habe mich schon erschrocken. Checkpoint. Ich dachte, die Lampe kommt runter. Nein, war nur ein Checkpoint. Ava... E2 Insurance. Es ist halt auch noch eine Versicherungsfirma, wo so Sachen aus dem Boden kommen. Das macht's eigentlich nur besser. Freddy Fazbear? Fazbear? Keine Ahnung. Who are you? Hello? Ja. Daumen hoch. Ja, sieht wirklich aus wie so ein Animatronic, ne? Daumen hoch, same. Jo, same, Bruder. Absolut same. Okay. Hey, du! Jo, ho, ho, und eine Buddel voll rum. Ah, ein Zombie. Oh, kein Grund, so überrascht zu sein, Timmy. Weißt du, woher kennst du meinen Namen? Ach komm, ich bin der Fahrstuhl-Zombie, weißt du? Ich beobachte die Leute im Büro immer durch die Ritzen. Okay, der offene Fahrstuhltüren. Juhuhu. Das ist interessant. Ich habe Zombies bisher nur in Büchern und Filmen gesehen. Ah ja, juhuhu. Ich habe gehört, dass Menschen Geschichten über Zombies lieben. Aber mal ehrlich, ihr Menschen habt eine ziemlich verstörende Vorstellungskraft. Ich meine, komm schon, warum sollten wir die Gehirne von Menschen essen? Pfui, ist ja ekelhaft. Nun, wie auch immer. Ich habe mich gewundert, da du wohl der einzige Mensch in der Nähe bist, den ich fragen kann, denkst du, dass Zombies lebendig oder tot sind? Das ist eine interessante Frage. Ist es nicht so ein Mittelding, so Walking Dead-mäßig? Nur in Filmen zu verhindern, hängt es davon ab, wie der Zombie zum Zombie wurde. Also durch einen Virus, einen Parasiten oder durch einen Nekromantie. Okay, du bist ein absoluter Vollnerd. Welche Sorte bist du? Ach, vergiss es einfach. Das ist doch alles ausgedacht. Guck mich doch an. Da bin ich. Ein echter Zombie steht direkt vor deinen Augen. Wie du siehst, kann ich reden, mich bewegen und bin offensichtlich lebendig. Und wichtiger noch, ich fühle mich lebendig. Johohohoho. Warum führen wir diese Unterhaltung? Das ist total weird. Es freut mich, das zu hören. All das von dir zu hören, ist ein richtiger Ansporn für heute. Ah, jetzt wo ich dran denke, ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss wirklich gehen. Wie immer in Eile. Nun gut. Bleib am Leben, johohohoho. Und glaub niemandem, der dir sagt, dass Zombies tot sind. What? What? Okay, gibt's hier noch Probleme? Weil der Gang sieht eigentlich relativ schön aus. Ja, klar. So richtig Final Destination-mäßig, ne? Irgendjemand... Hahaha, juckt. Irgendjemand will mich loswerden. Also klar, der Tod will mich loswerden. A und D bewegen. Was? Ich falle. Oh, man sieht die Hindernisse kaum. Und zufallsgeneriert sind sie auch noch. Bro, ich habe das Haus verpasst. Who cares? Das... Wie? Fam, was? Das ist doch dumm. Das... So schnell... Das Zeug kommt von oben und unten. Wer reagiert so schnell? Bin ich E-Sports-Profi oder was? Ich habe nicht... krassen Reactions? Ah nein, es ist nicht zufallsgeneriert, es ist immer gleich. Okay, ich habe das Memento. Ich habe mich jetzt mal ganz rechts. Rechts scheint es nämlich halbwegs frei zu sein. Das ist doch Glück. Das ist doch Glück. Ja, es ist auch Glück. Und auswendig lernen. Da ist ein Hai. Okay. Habe ich es geschafft?
Ich hab's geschafft. Wenigstens ist es kurz. Hat's nicht mal so lange gedauert. Also ja, ich muss es auswendig lernen, aber so lange hat's nicht mal gedauert. Ich bin überrascht. Was ist denn hier los? Also ja, abgestürzter Hubschrauber, ist klar, aber wieso fliegt ein Hubschrauber in unser Gebäude? Ich darf nicht mal stehen bleiben, ja, weil das Rotorblatt runterkommt. Außergewöhnlicher Tag im Büro. Sind Rotorblätter nicht eigentlich so gebaut, dass sie möglichst leicht sind, aus Fiberglas zum Beispiel oder Carbon, ich weiß auch nicht, aus was sowas besteht, aber möglichst leicht, die sollten, glaube ich, nicht so verletzen, aber ist okay, ist okay. So, ja, selbst wie immer. Ist das wieder eine Halbpfütze? Ist es eine Halbpfütze? Nein, das ist eine Bambuspfütze. An die Kollegen kann ich mich erinnern, stimmt. Der Typ, der auf der Trommel spielt und die zwei Idioten. Das ist die neue Band. Der Typ, der auf der Trommel spielt und die zwei Idioten. Okay, und hier kommen sie. Und ich glaube, sie kommen nochmal. Ja, er kommt nochmal alleine zurück. Daran kann ich mich erinnern. Schön. Okay, das heißt, die Level sind bis jetzt noch gleich. Ich glaube auch, das wird noch ein Stück lang so bleiben. Kommt da nochmal? Ne, keine Ahnung. Ich weiß eben nicht, wie viel davon identisch ist mit der Version, die ich gespielt habe. Aber ich spiele es gerne nochmal weiter. Das ist cool. Kannst du sagen, was du willst? Alarm! Alarm! Okay. Die Lampe am Ende ist gefährlich. Aber da war eine 27, die will ich aufheben. Die Lampe am Ende ist gefährlich. So. Idiot kommt nochmal. Und wir gehen durch. So, die Lampe ganz am Ende, habe ich gesagt, ne? Die ist risky. Na komm. Jawohl. Okay. Und da sind Stacheln. Normies. So, hier. Jeet. Okay, ich glaube nicht, dass es bis hier noch Hindernisse gibt. Ich glaube, die Lampe ist dann das nächste. Da muss ich das nehmen und wieder zurück. Das Momentum mitnehmen und in die Tür springen. Kein Checkpoint. Nada. Ich trau keiner Lampe in dem Spiel. Jeet. Okay, Checkpoint. Ah, hat perfekt gepasst. Okay, ein Zen-Bambus. Okay. Okay, das heißt, die Pfützen sind sicher. Und der Rest nicht. Okay, nein. Das und die Pfütze ist nicht sicher. Das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert. Okay, Lampe. Nein, was kommt? Was ist das nächste, was von mir haben will, ha? Ich hab genug hier von. Da hinten brennt ein Klo. Und hier kommt Bambus raus. Das Spiel ist so dumm. Das ist so unglaublich dumm. Wo war das nochmal? Hier? Okay. Beim ersten Klo muss ich stehen bleiben. Da, wo die Lampe liegt. Siehst du, so kann man sich das aber merken. Das ist immer so Clues in der Umgebung, wo du dich quasi hinstellen musst. Genau. Um durchzukommen. Diese Lampe ist mir nicht geheuer. Alles hier ist mir nicht geheuer. Checkpoint! Yay! Okay, da ist wieder der Fahrstuhl-Zombie. Warum ist das ein Charakter? Ganz realistisch gesehen. Hey, du! Ha? Ah, hi, du bist es wieder. Wieder? Ich glaube, das ist unsere erste Begegnung, mein lieber Timmy. Ja, der lacht auch anders, ne? Ah, verwechselst du mich vielleicht mit meinem Bruder? Ah, du bist nicht der, den ich oben getroffen habe? Ihr seid verwandt. Ja, das ist mein Bruder. Manchmal bin ich oben, manchmal unten. Wir wechseln so durch. Ne? Man könnte sagen, dass das Leben im Fahrstuhl voller Höhen und Tiefen ist. Oh. Witzig. Aha, okay. Wart ihr mal Menschen? In der Tat, wir sind Brüder. Ein Einbrecher, du. Das ist gut zu wissen. Eines Nachts sind wir dieses Gebäude eingebrochen und haben viele Sachen mitgenommen. Das letzte, woran ich mich erinnere, wir sind in den Fahrstuhlschacht gefallen. Als wir versucht haben abzuholen. Schön. Und ich war mir sicher, dass wir drei sterben würden. Aber dann wurden wir zu dem hier. Nicht lebendig, aber auch nicht wirklich tot. So, als würden wir weder den Tod noch das Jenseits verdienen. Oder sehe ich das falsch? Ist das vielleicht das Leben nach dem Tod, von dem die Leute reden? Man kommt als Zombie wieder. Merkt euch das. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es da meinen närrischen Bruder, der immer noch glaubt, am Leben zu sein. Wir atmen nicht mehr und brauchen weder Schlaf noch Nahrung. Das wäre aber ziemlich cool. Kann man das wirklich leben? Denn, jetzt wird es richtig philosophisch in so einem Spiel. Es wäre absurd, uns lebendig zu nennen, wenn wir keinen Zweck, kein Lebensstil, keine Träume mehr haben. Wir haben nicht einmal mehr Gefühle oder Bedürfnisse. Ich fühle mich ehrlich gesagt ziemlich fertig.
Ach, das tut etwas weh. Aber vielleicht definieren du und dein Bruder das Leben einfach etwas anders. Ach, stimmt wohl. Oh, verzeih mir, das ist klar, dass du es eilig hast. Bitte nur zu, leb deinen heutigen Tag. Nun denn, ich sollte gehen. Der Tod erwartet mich. Schöner Abschluss. Aber natürlich, viel Glück. Und keine Sorge, der Tod wartet auf jeden. Was geht ab? Warum sind das Charaktere? Wieso? Okay. Jo. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Rage in Peace. Ich finde das Spiel immer noch lustig. Auch wenn es natürlich nicht wirklich fair ist. Aber es regt mich nicht so auf, weil es ist nicht... Es ist schwer, aber es ist nicht so schwer, dass es wirklich einfach nur aufregt, sondern man kann das alles auswendig lernen. Und es gibt auch immer so kleine Hinweise in der Umgebung, dass man sich quasi merken kann, aha, genau da muss ich mich hinstellen, weil da ein Teil liegt oder weil dann umgekippter Stuhl ist, irgendwie sowas. Das heißt, es ist schwer, aber eben nicht zu schwer. Schreibt mir gerne drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich finde das Spiel cool. Kannst du sagen, was du willst, und ich werde mich definitiv noch aufregen. Hat ja dieses Mal schon ein bisschen angefangen, aber... Das wird wahrscheinlich nur schlimmer, je weiter man es spielt. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr doch ein Like-Button aufs Maul. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Mein Gott, sind die Ventilatoren laut. Zieh das rein. Geht richtig auf die Nerven auf dem rechten Ohr.